Ja, herzlich willkommen, wie gesagt, zum WK-Talk. Heute Thema Werder. Ja, Herr Lemke, Werder hat heute einen neuen Spieler verpflichtet. Davy Klaassen vom FC Everton, 15 Millionen Euro. Das ist ja eine ungewöhnlich hohe Summe für Werder-Verhältnisse. Was war denn so Ihre erste Reaktion, als Sie davon gelesen haben, dass Werder so einen Spieler holt und dann auch noch für so eine Summe? Also ich habe mich natürlich wie alle Werder-Fans sehr gefreut über diese Verpflichtung. Natürlich ist das ein gewisses finanzielles Risiko, aber ich will es so ausdrücken, wenn wir nicht ihm zu viel Last mit diesen 15 Millionen auf die Schultern legen, sondern sagen, es ist einer von den Elfen, die jeweils auf dem Platz stehen, dann erleichtern wir ihm den Start in unserer Mannschaft. Aber wenn wir immer nur Tore und Torvorlagen und Superleistungen von ihm erwarten, weil er etwas teurer war als die anderen Spieler, dann ist es der falsche Weg. Ich finde es klasse, dass er jetzt kommt. Werder hat jetzt innerhalb von einem halben Jahr relativ viel Geld ausgegeben. Ist das jetzt auch ein Stück weit eine Trendwende? Wir haben ja durch das Fernsehen enorm mehr Geld bekommen in der letzten Saison. Dadurch hat sich unser Etat stabilisiert. Das ist positiv. Außerdem haben wir erhebliche Transfereinnahmen erzielt, dank einer klugen Politik von Baumi. Und das alles zusammen ergibt, dass wir in diesem Jahr mehr Möglichkeiten haben, Geld auszugeben. Den Namen Klaassen haben wir jetzt ein paar Mal genannt. Die kolportierten 15 Millionen ja auch. Und dass das ja eben für Bremer Verhältnisse eine extrem hohe Summe ist. Im internationalen Vergleich oder selbst in der Bundesliga muss man ja sagen, es ist ja fast noch ein Schnäppchen. Ich habe mein Leben lang gelernt, wie hart es ist, sein Geld zu verdienen. Und ich werde nicht davon abweichen, nur weil ich jetzt ein bisschen älter bin, sondern das ist für viele Menschen pervers. Und da muss der Fußball aufpassen, dass er nicht überdreht. Weil wenn du das immer weiterspinnst und sagst, ja, Werder hat jetzt ein Schnäppchen gemacht, 15 Millionen hat der nur gekostet, der ist ja Billigware, ne? Den wollte wohl keiner haben. Das ist ja furchtbar. Hat es Sie überrascht, wie die deutsche Mannschaft abgeschnitten hat bei der Weltmeisterschaft? Überrascht ist witzig. Ich hätte vorher fast jede Wette wäre ich eingegangen und hätte gesagt, diese Turniermannschaft, die zwar in den Freundschaftsspielen nicht überzeugt hat, die kommt garantiert ins Halbfinale. Die Leistung gegen Südkorea und insgesamt eben über die drei Spiele lassen für mich nur den Schluss zu. Wir dürfen gar nicht sauer sein, dass irgendwas schlecht gelaufen ist, sondern die waren so schlecht, dass sie es verdient haben, auch als Letzte der Gruppe rauszufliegen. Der große Knall kam dann allerdings ja, wenn man so will, eigentlich erst nach dem Turnier. Und zwar dann in der Causa Mesut Özil. Da gab es dann erstmal lange Zeit nichts und dann kam eben die große Botschaft über Facebook, über Twitter. Scharfe Kritik am Verband, der Vorwurf eben, dass er auch dem DFB-Präsidenten direkt Rassismus vorgeworfen hat. Konnten Sie das nachvollziehen? Nein, überhaupt nicht. Ich konnte allerdings auch nicht nachvollziehen, dass Bierhoff und anschließend dann Grindel unter anderem Özil verantwortlich gemacht haben für das schlechte Mannschaftsabschneiden in Russland. Das geht nicht, das macht man nicht. Da kann man nicht einen rauspicken und sagen, der ist derjenige, der uns das Ganze eingebrockt hat, weil er ein Foto gemacht hat, das er besser nicht hätte machen sollen. Ich hätte jedenfalls, wenn ich Grindel gewesen wäre, gesagt, lieber Yogi, red mit dem Jungen, sag, das ist kein guter Augenblick, da gibt es so viele Menschenrechtsverletzungen. Solange da Journalisten, die ihren Job machen, im Gefängnis sitzen, können wir unmöglich das gutheißen, dass einer, der Deutschland repräsentiert, ein deutscher Nationalspieler, der so eine Qualifikation hat, so ein anständiger und ordentlicher Junge. Übrigens, ich verdanke dem gar nichts, sondern der verdankt unserem Land, unserer Gesellschaft, seinen Sponsoren, dass er jetzt einer der reichsten Männer Englands geworden ist.